Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Ja, es halt jetzt hier ein bisschen. Wir haben mehrere Kameras aufgebaut. Ihr werdet gleich den Ton auch ein bisschen besser hören. Die Roomtour geht weiter. Hier in dem Fall mit den unteren Spielen. Eine bunte Auswahl. Familienspiele sind dabei, aber auch wieder einige Kenner- und Expertenspiele. Lasst euch überraschen. Jetzt habe ich ihn bereits schon hier hingestellt und habe gedacht, ui, Lost Cities. Thomas, du spielst Lost Cities. Es gibt ja auch sehr viele Würfelspiel, Kartenspiel und so weiter. Lost Cities geht ja ein bisschen in die Keltis-Richtung. Genau, also wir haben früher Keltis, also man muss dazu sagen, wir haben Keltis früher gespielt, bevor ich so zu den Brettspielen gekommen bin. Man hat ja, also in der Jugend habe ich ja oftmals so Spiel des Jahres und so Zeugs halt gehabt und habe ja dann viel PC gespielt. Und wenn du dann aber den ganzen Tag berufstätig mit PC zu tun hast, so bin ich ja dann zum Brettspielen gekommen, wesentlich später wie du. Und dann bist du halt über Spiele wie Keltis und solche Dinge halt gestolpert. Keltis haben wir dann sehr, sehr oft gespielt und irgendwann sind wir dann durch dich auf dieses Lost City, das Duell gekommen, was wir auch gleich zeigen. Und dann halt irgendwie über das Brettspiel, das habe ich dann mal für 10 Euro, keine Ahnung, irgendwie so bekommen. Und das ist dann etwas, was ich dann mit meinem Patenkind halt oder mit wenig Spielern dementsprechend immer mal gerne spiele. Jetzt aber, dass wir das jetzt selber auf den Tisch bringen, wenn wir jetzt zu zweit sind, das tendenziell eher weniger. Aber ich muss ja dann auch für alle Konstellationen irgendwas auch haben. Und ich musste schmunzeln, weil der Thomas hat so eine Chronologie, zumindest in dem Regal. Darüber liegt dann 1066. Aber das ist gar kein Familienspiel. Ja, ich habe sie jetzt ja nicht so chronologisch sortiert. Also was heißt chronologisch sortiert? Ich habe sie weniger thematisch sortiert, sondern einfach so, wie es halt irgendwo reinpasst oder auch manchmal so zu dem, ja, nein, Aussehen. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob das thematisch immer alles so sauber ist. Aber ja, das ist ein klassisches Zwei-Personen-Spiel, wo sich die einzelnen, die blaue und die rote Seite gegeneinander bekriegen. Ein klassisches Kartenauslegespiel, was Geldjörg mal für den einen oder anderen frustig sein kann. Ah ja, das war ja, wobei Dämonia gefällt, glaube ich, das Spiel. Ja, richtig, komischerweise, ja. Also man hat ja diese drei Keile, die man dann in der Mitte bekämpft und bekämpft ja den Gegner, muss dann in der Mitte versuchen, halt dann den Keil dann zu zerstören. Also man hat ja wie so eine Missionskarte, die es nach und nach zu erfüllen gibt. Und wenn man die erfüllt hat, dann greift man in der Mitte die Keile an und wenn man da die Mehrheit dann dementsprechend hat, hat man das Spiel gewonnen. Ja, haben wir auch ein Video gemacht dazu? Ist ein schönes Spiel, aber ich weiß jetzt nicht, ob, wie lange das jetzt unbedingt als bei mir noch einzieht, weil die Langzeitmotivation an sich, ja. Okay. Wie gesagt, schaut euch mal das Video an. Wieder ein ganz krass, wieder mal was ganz anderes. Sehr ungewöhnlich, Number 9, ein Plättchen-Legespiel. Wobei man baut hier Zahlen aufeinander. Genau, also grundsätzlich ein Absackerspiel oder irgend so ein Zwischendurchspiel, wo du halt einfach diese Zahlen, die sind in so Plättchenform, die legst du dann übereinander und du bekommst halt Punkte multipliziert. Der Zahl, die ausgelegt ist in der Ebene, Ebene 0, also das erste, wo man beginnt, kriegst halt nichts. Und dann Ebene 1, einmal die Punktzahl, die du dann ausgelegt hast und so weiter. Je höher du baust, desto besser. Du darfst halt keine Lücken überbauen. Das ist eigentlich das Ganze. Nicht mehr und nicht weniger. Schönes Familienspiel. Also wer so ein Familienspiel sucht, Peter Wichmann, der Autor, um auch mal zwischendurch immer mal wieder einen Autor zu nennen, Verlage, aber die Namen, ich denke, das meiste seht ihr. Lost Cities, ein weiteres. Korrekt, also das ist ja auch das gleiche Lost Cities Thema, auch wieder mit der Karte, mit den Karten, also jetzt unabhängig vom Brettspiel, sondern ich muss halt versuchen, solche Reihen zu bauen, kann mir je nachdem schöne Pluspunkte, aber auch sehr viele Minuspunkte dadurch generieren, ist tatsächlich ein Spiel, was bei uns öfter gekommen ist. Man sieht es an den Karten, die sind nämlich schon abgegriffen, muss man fairerweise sagen. Also das Spiel mag ich so als Zwei-Personen-Spiel durchaus mal immer dazwischen schieben. Und das spielen wir zwar auch gerne. So, und jetzt haben wir ein Spiel, wo ich mich gut dran erinnere. Ich habe es euch ja schon vorgestellt, eines der wirklich richtig guten Solo-Spiele. Und ich habe es damals gespielt in der Pfalz im Schwimmbad. Und das hat so einen Kartenmechanismus. Und dann kam die vom Schwimmbad, die Bademeisterin, hat gesagt, bitte Handys rausnehmen. Mit Handys bitte nicht am Schwimmbecken. Und ich habe gesagt, das ist kein Handy, das sind die Karten. Weil das hat so einen coolen Kartenmechanismus, wo man die Karten hat und praktisch immer umdrehen muss.
Thomas, deine Erfahrung mit dem Spiel? Also ich habe es deswegen, weil es A zu schade ist, es in den Papierkorb zu schmeißen und B es nicht genug Geld gibt, um es zu verkaufen. Also wenn ein Zuschauer es gerne haben will, ehrlich? Kann er es gerne haben. Okay, ja. Also wie gesagt, jetzt dürft ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ansonsten je nachdem, wer zuerst also, sieht. Also sorry, ich mag's. Blöde Kartenmechanismus. Ich finde ihn so cool. Aber egal, ist okay. Nee. Übrigens, der Kartenmechanismus ist auch ein bisschen, erinnert ein bisschen an Paleo, weil auch hier wird man Karten sortieren, hat nämlich auch diese Karten. Karten, wo ich sortiere und ich sortiere mir die Karten und das hat nämlich auch einen Bezug du ein bisschen auf Paleo. Das Spiel mit Paleo? Ja, ja, weil ich kann auch hier die Karten anschauen. Wir haben zu lang gedreht. Ja, ich glaube es auch. Also ich weiß nicht, wie viel Detail, aber kommt, schaut mal an, wer schaut dir je nachdem das Video an, wer das haben will, darf es natürlich gerne in die Kommentare, der erste Kommentar. Schön wäre Versand innerhalb Deutschland, weil sonst zahle ich mehr, als vielleicht das Spiel wert ist. Thomas, okay, dann lassen wir das lieber, aber es steht in deinem Regal, deswegen habe ich es einfach mit rausgenommen. Ja, aber okay, ich schaue okay. Weiß auch nicht, das ist deswegen, weißt du, musst du so sehen, deswegen sind ja viele Spiele unter, nicht auf Sichthöhe. Okay, aber auch schön mal zu sehen, mir gefällt's. Und das seht ihr auch, Geschmäcker sind verschieden. Ja, und ich habe mich davon die anstecken lassen, weil für 2 Jahren kann ich mich ganz genau erinnern. Ja. In Essen, da kommt der Jörg so mit seinem Köfferchen und ganz toll. Hast du schon gesehen? Das Palmein, total geiles Spiel, total geiles Spiel. Und ich wollte eh noch zum Kosmos standen. Na gut, nehmen wir mal mit. Einmal daheim ausprobiert und er gesagt, naja gut. Okay, ja. Also ich steck's gleich ein, dann ist gleich bei mir. Und ich finde es jetzt richtig cool, weil jetzt kommt gleich ein Spiel, wo der Thomas sagt, cool. Oder und ich fand's, naja. Thomas. Moment. Ja. Jetzt bitte. Nein. Ich habe auch nicht gesagt, super cool. Grundsätzlich ist es von der Spielmechanik ein echt gutes Spiel, bei dem man Augenkrebs kriegt. Das muss man fairerweise sagen. Furchtbar. Also, na langsam, wir müssen ja unterscheiden. Ja. Also, wenn man die Augen zumacht, ist das ein gutes Spiel. Spaß beiseite, aber dieses Artwork oder was hat die Leute geritten, dabei rosa Triceratops zu machen? Weiß ich nicht, egal. Das Lustige ist, bei der Geschichte, ich habe den Nachfolger gekickstartet. Haha, das weißt du noch gar nicht. Nö, weiß ich noch gar nicht. Ich meine Dinosaurier World, aber das ist vom Artwork auch nicht so schlimm. Okay. Das ist tatsächlich etwas besser, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir letztes Mal eine blutige Nase geholt. Ich habe da irgendwo mal in der Brettspielgruppe kommentiert und habe da eine draufgekriegt, weil die das Artwork so cool fanden. Deswegen, Geschmäcker sind verschieden. Das ist furchtbar. Das ist auch aber Spiel an sich finde ich nicht schlecht. Es ist variabel und es macht sogar Spaß. Mein Geschmack hat es beides nicht getroffen, ist aber okay. Und da sind wir wieder beim Thema. Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Es gibt Meinungen, da finden sie es cool, andere nicht. Das ist auch absolut in Ordnung. Wenn ihr das Spiel habt, ihr dürft es natürlich auch gerne kommentieren, ob jetzt positiv, negativ. Wir sind hier offen für alles. Mir gefällt es nicht grafisch, spielerisch auch nicht. Thomas gefällt spielerisch und dann kommen wir jetzt auch zum nächsten Spiel und der Thomas wird sich freuen, weil da gibt es jetzt dann eine Erweiterung wohl, die das Spiel noch ein bisschen komplexer machen soll. Ich werde mich freuen, das ist eins der Spiele, wo ich überlege, ob es auszieht. Okay, wie soll man es beurteilen? Wir haben ein Video drüber gemacht. Ja, es ist relativ, ich weiß nicht, also du musst so viel rein investieren, um dann eine Minimalanzahl an Siegpunkten zu kriegen. Also das Spiel hatte für mich mehr mit Arbeit zu tun wie mit Spiel. Das hatten wir, glaube ich, auch damals im Video gesagt. Und wir haben es mehrfach gespielt. Und ja, du hast eine steile Lernkurve. Auch das ist korrekt. Aber ich weiß nicht. Also ich möchte am Abend spielen. Und wenn ich jetzt einen Lacerda nehme, der vom Komplexitätsgrad, sage ich jetzt mal, vergleichbar ist, dann gehe ich aber nach einem Lacerda mit einem besseren Gefühl danach raus. Meine Meinung. Okay. Das ist aber auch wieder eine reine pure Geschmackssache. Aber das ist zum Beispiel auch eins der Spiele, deswegen stehen sie auch unterhalb meines Sichtfeldes. Okay, das war Cooper Island. Pegasus Spiele, Frosted. Wie gesagt, ich hole hier alles raus, was hier liegt. Und okay, jetzt kommt ein weiteres Spiel. Okay, und jetzt bin ich mal gespannt. Das ist gut. Also, das ist ein Spiel, was wir auch sehr, wir haben es durchgespielt. Einzig die Erweiterung, die kam jetzt danach. Genau, die ist, Redview haben wir, glaube ich, schon. Uns fehlt noch Noir, das wir noch spielen müssen. Genau, also ich habe tatsächlich, weil es bei meiner Frau sehr, sehr gut ankam, habe ich die 2 Erweiterungen dann nachträglich gekauft. Ist so ein Scan-Spiel, wo man mit dem Smartphone dann halt scannen muss und Fälle lösen muss. Und aufgrund der Positiverfahrung, die ich hier mit diesem Spiel gehabt habe, habe ich dann auch in Destinies ja dann damals in Kickstarter investiert.
Also, ja, sehr gut. Besonderheit bei dem Spiel, Krimi-Spiel, ich glaube mit App dann teilweise. Genau, sogar. du hast ja QR-Codes auf den einzelnen Bildern beziehungsweise auf den einzelnen Orten. Also du hast so bestimmte Orte, da ist ein QR-Code drauf und findest dann heraus, wer befindet sich an dem Ort, scannst dann die Personen ab, kannst dann diese Personen befragen und löst dann letztendlich die Fälle. Über Abhängigkeit musst du halt versuchen, und das finde ich auch, oder meine Frau findet das super gelöst. Du kannst Tatorte besichtigen und die Tatorte kannst du mit einer 3D-Brille beispielsweise besichtigen und dann erzählt der eine dem anderen, was er da gefunden hat, und dann muss man das aus dem Stapel raussuchen und versucht so seine Beweise zu sammeln und den Fall dann halt abzuschließen. So, und jetzt habe ich ein Spiel, das spielt vielleicht je nach Gruppe der Thomas an Silvester. Kann das sein? Genau, das war ein Spiel, was ich mit dir und dem Elias vor, glaube ich, 2 Wochen gespielt habe. Und ja, auch das Spiel wird kritisch gesehen, gar keine Frage, aber es ist für mich eine klassische Silvester-Runde oder irgendeine Spaßrunde. Mehr erwarte ich von dem Spiel einfach gar nicht bieten auf die einzelnen Bereiche. Ich habe auch schon gelesen, dass man eigentlich gar nicht bieten sollte und schieß mich tot, aber mein Gott, das machst du in einer Fun-Runde. Das ist ein Fun-Spiel, absolutes Fun-Spiel. Schaut euch mal das Video an, also wir haben es ein paar Mal jetzt schon auf dem Tisch gehabt, dann denkt man, es wiederholt sich vielleicht. Das ist ein Spiel, das spielt ihr nicht regelmäßig, aber wann ihr spielt und je nach Gruppe werdet ihr da so einen Spaß haben mit eurer Gruppe. Insbesondere wenn eine Neulinge am Tisch sind, da ist der Abend richtig gut. Absacker nach einem Lassera beispielsweise, dafür ist ein hieß perfektes Spiel mitunter dabei, ist so. So, jetzt kommen wir zu einem klassischen Familienspiel. Auch das ist eine Empfehlung, oder eins, was ich bestellt habe, tatsächlich, nachdem ich es mit dir und Elias gespielt habe. Dieses klassische Schatzsuche, wo man so nach Gebieten ausschließen muss, wo man denn die einzelnen Schätze heben kann. Fand ich toll, kannte ich vorher nicht. Fand ich einen tollen Mechanismus. Richtig tolles Familienspiel. Es gibt auch eine Erweiterung, der Vulkan. Ich weiß gar nicht, wie groß die Auflage ist. Das kann nämlich schon fast wieder vergriffen sein, weil der Vulkan ist wirklich so ein dreidimensionales Gebilde, wirklich auch optisch toll gemacht. Auch hier das Material. Ach, das ist schön. Und wenn man sich das überlegt, das Spiel hat, glaube ich, über 10 Jahre auf dem Buckel. Und es wurde damals schon so hergestellt. Das war eines der ersten Spiele, wo die Leute wirklich gedacht haben, wow, es gibt noch was außer Pappaufsteller. Und das waren dann solche Gebilde. Schaut euch mal das Video an. Es ist ein wirklich tolles Familienspiel. Da sind wir, Thomas, mal wieder einer Meinung. Aber es ist ja immer schön, dass wir auch unterschiedliche Meinungen sind. Aber Tobago, Zoch, einfach ein tolles Spiel. Ich glaube, wenn wir jetzt deine Regaltour hier nochmal bei mir wiederholen würden, jeder hätte das Gleiche, dann wäre das ja irgendwie jetzt los. Ist okay, weil jetzt kommt ein Spiel. Naja. Ich habe gesagt, Thomas, schau dir das mal an. Ich komme irgendwie nicht klar mit dem Spiel oder ich mochte es nicht. Du findest es ganz gut. Also sagen wir mal so, ich brauche noch ein paar mehr Spiele, um dann letztendlich ein Fazit zu machen. Aber jetzt, wir haben es, glaube ich, 2-mal gespielt. Ja, das brust nicht. Das sind die Klassiker. Können wir gleich was dazu sagen. Ich schaue schon in anderen Regalen, ja. Da geht es ja um diese klassische Träume, wo du dann halt dann vor dir auch so eine gewisse Puzzle-Thematik dann einfach auch hast. Also so ein bisschen abstraktes Spiel. Nochmal, wir brauchen noch ein paar Spiele, um ein abschließendes Fazit zu machen. Der erste Eindruck war für mich persönlich in Ordnung, also hat Spaß gemacht. Bei der Monia hat es nicht ganz so gezündet. Mal abwarten, was ich in ein paar Spielen dann noch sage, ob es dann bleibt oder ob es auszieht. Was sagst du zu der Anleitung? Viele hatten ja Probleme mit der Anleitung. Oh, da habe ich schon schlimm ausgesehen. Das kommt ja nicht von Korax, oder? Nee, kommt nicht von Korax. Böser Seitenhieb. Du hast es tut mir leid. Ich möchte jetzt auch eins klarstellen an die Kollegen dann dort vor Ort. Die kriegen ja genug Dresche mal bei dem einen oder anderen. Aber ich hatte halt in letzter Zeit dann das ein oder andere Spieleschmiedeprojekt mit doppelt gedruckter Anleitungsseite oder Aufklebern. Das hat mir persönlich, und ich habe es ja, also wir reden hier nicht über Rezension, sondern über voll bezahlte Exemplare. Das hat mich halt dann persönlich etwas gestört. Okay, da wird der Thomas immer ganz böse, aber klar. Ich bezahle ja einen gewissen Betrag, weißt du, und dann, wenn die Anleitung fehlerhaft ist, erwarte ich halt ein Austauschexemplar. Okay, da gibt es auch etliche Diskussionen. Schaut einfach mal rein. So. Sehr, sehr sensationelles Spiel. Seid ihr durch? Natürlich. Ich weiß es nicht. Ja, natürlich sind wir durch. Wir sind ja auch mit den ich habe ja in der Messe gab es ja diese 2 Erweiterungsfälle und dann habe ich ja diese Zusatzfälle hier und dann habe ich sogar den Nachfolger vorbestellt, direkt bei Portal. Also, ein Spiel, was natürlich jetzt in Corona-Zeit nicht mehr so funktioniert, weil meines Erachtens braucht es dafür eine Runde von 4 Leuten.
Also ist meine Meinung zu dem Thema. Zu zweit finde ich es irrsinnig. Wir haben das Spiel bei Freunden in Karlsruhe gemacht und das Lustige war dann, wir waren sogar zu fünft, weil von meinem Freund war die Mutter dann da, die hat mit Spielen gar nichts am Hut und die wollte sich das ansehen. Die hat es dann so gut gefallen, dieser erste Teil des Falls, dass wir den zweiten dann auch dementsprechend dann noch gleich mitgemacht haben. Und wir haben das als Event gesehen. Also wir haben dieses Event teilweise auf bis zu 5 Stunden ausgedehnt, weil wir haben wirklich Flipcharts an die Wände gehängt. Wir haben Diagramme angefertigt. Wir haben sehr, sehr viel diskutiert und sehr, sehr viele Thesen rausgehauen. Und wenn man das Spiel als Erlebnis sieht, muss ich ganz ehrlich sagen, es war eines der besten Erlebnisse, die ich bei einem Spiel jemals hatte. Wir hatten über die gesamten Fälle, über die gesamte Story so viel Spaß. Wir haben die Rollen gelebt, wenn es dann wieder hieß, holt euch einen Kaffee. Wir haben dann halt einen Kaffee geholt. Oder also man muss das Spiel leben und dann hat man damit auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Deswegen ich dann blind alles, was danach kam, von dem gekauft habe. Welche Zielgruppe ist hier für das Spiel? Weil viele sagen, oh, Krimispiel, cool, ich mag Krimispiele. Ich mag auch gerne mal ein Exit-Spiel, wo eine Stunde geht. Vorsicht, glaube ich. Bei dem Spiel muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ein Exit ist mechanisch für mich. Da baust du mechanisch Rätsel ein, die du nach und nach zu lösen hast. So, ein Krimispiel, da geht man in einer Rolle, in dieser Rolle muss man schauspielern. Ein Detective hat für mich so eher sogar mehr mit diesem Arbeitsalltag eines Kriminalbeamten zu tun und das muss ich dann in einer gewissen Art und Weise leben. Natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle der Weg dann auch vorgegeben, je nachdem, was ich dann tue. Aber ich habe doch genug Freiraum innerhalb gewisser Leitplanken, in denen ich mich bewegen kann und ich kann mich dann halt auch einfach mal komplett verirren, was uns auch passiert ist. Okay. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Du willst schon was zeigen. Moment. Ich hab gedacht, das gehört dazu. Ja, gerne. Wenn ich zu schnell bin, muss ich sagen. Das eine ist die Zuschauer können nur Suburbia, was da drin ist. Das ist ja dieser eine Fall. Zeig ruhig, ja. Genau, dann haben wir ja, genau, was Suburbia. Natürliche Ursachen war dann ein Fall, den wir auch schon gespielt haben, ein Erweiterungsfall. Okay. Sehr, sehr gut. Ganz toll. Mhm. Und weil wir es in der gleichen Spielergruppe nochmal machen wollten und es durch Corona einfach nicht ging, habe ich es mir aufgehoben, weil ich es gerne mit den Karlsruher wieder spielen wollte. Habe ich es damals auch vorbestellt gehabt, das LA Crimes, auch da waren die Bilder dabei. Dann nochmal ein Hinweis. Ja, haben wir, die Bilder sind toll, die sind wichtig. Kann man auch häufig mal an der einen oder anderen Stelle auch in Frankreich erwerben. Okay, zeig nochmal die Bilder, weil viele denken, er ist da dabei. Das war jetzt mit dabei, aber es gibt ja noch die Bilder der Originalbox. Sind die für LA Crimes. Das ist nochmal separat. Okay. Genau. Ich habe es, wie gesagt, deswegen noch nicht gespielt, weil ich es gerne in dieser Gruppe, wo wir es da damals gespielt haben, in Karlsruhe, nochmal in der gleichen Gruppe spielen möchte. Und deswegen, das wird eine Sache sein, da freue ich mich schon richtig drauf. Okay, jetzt haben wir wieder was ganz anderes passiert. Leaders. So ein 5-Euro Spontankauf irgendwo, glaube ich, beim großen A-Händler. Mhm. Ja, muss noch gespielt werden. Okay. App basiert, Rudi Games hat viele Spiele gemacht, das waren so die Anfänge, es gibt jetzt mittlerweile auch DKT Smart, was wir euch vorgestellt haben, DKT kann ich gar nicht, das ist das Monopoly in Österreich. Ich hätte nicht gedacht, dass eine App mit Monopoly bzw. DKT so gut funktioniert, Zielgruppe ganz klar, Familien, wenn er mit Kindern spielt, hier Leaders, da geht es in den Bereich Risiko, aber App basiert, ich meine, ich habe auch ein Video gemacht, ein kurzes, müsst ihr mal schauen, beziehungsweise bei Rudi Games. So, und jetzt habe ich ein Spiel, Thomas, eigentlich darf ich das gar nicht zeigen, das weiß ich, oder? Doch. Das wurde, ja, aber es wurde offiziell vom Verlag rausgenommen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ansonsten müsst ihr mich verbessern. Ich meine, das Spiel gab es damals schon unter einem anderen Namen. Und das hat man wohl irgendwie, ich hab's nur so vor. Für dich egal. Ja. Warum denn Drunken Sailor? Fun-Spiel. Ist ein Fun-Spiel. Du zeichnest halt, im Prinzip gibt es dann halt am Tisch sind, ich weiß gar nicht, wie die Aufteilung ist, vor lauter Spielen sind es dann Piraten und einer ist betrunken oder so irgendwas. Ja. Und dann haben alle bis auf den Betrunkenen den gleichen Begriff, nur der Betrunkene hat irgendwas auf seiner Karte stehen. Mhm. Und dann muss jeder halt anfangen, im Prinzip zu zeichnen. Und zwar in den Begriff versuchen zu zeichnen, aber nicht so zeichnen, dass es dem Betrunkenen klar ist, was da gezeichnet wird. Weil man möchte ja den Betrunkenen entlarven. Mhm.
Und der Betrunkene möchte aber nicht entlarvt werden. Das heißt, dann zeichnet halt jeder so seinen Strich oder das, was er dann halt Das macht. War ganz cool. Genau. Das haben wir bei dem, mit der Monia auch schon gespielt. Ja, das war lustig. Und dann haben wir es auch in anderen Runden gespielt. Und das führt halt zu den abstrusesten Situationen, weil ja dann der Betrunkene versucht zu interpretieren, was zeichnen die anderen. Oder wenn der anfängt, macht er im Prinzip einen Strich und die anderen wissen jetzt nicht so ganz, was passt. Weil du darfst halt nicht zu offensichtlich zeichnen, aber halt auch nicht zu blöd. Also es ist ein schönes Fun-Spiel. Also, passt. Für viele ist Seven Wonders Duel eines der besten Zwei-Personen-Spiele. Wie ist es bei dir? Zumindest im Ranking liegt es sehr weit oben, mit Catan Duel ja auch, beispielsweise. Ja. Seven Wonders Duel wird auch sehr hoch gehalten. Bei der Monia nicht. Okay, ja, ist okay. Ist auch so ein Spiel, ich mag es eigentlich ganz gerne, aber es hat jetzt bei ihr so nicht so wirklich gezündet, fand ich persönlich jetzt auch. Also, wird sehr gehypt und mag auch seine Berechtigung haben. Ich finde es auch wirklich gut, kommt aber zu wenig einfach auf den Tisch, weil sie es einfach nicht mag. Okay, schaut mal in das Video rein, da haben wir ein Video gemacht, auch, ich meine, mit Gameplay-Sequenzen, ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall ein Video dazu, da könnt ihr eure Meinung bilden. Es gibt ja auch das große Seven Wonders, ich weiß gar nicht, ob das der Thomas schon gespielt hat, das große Seven Wonders, dann holen wir das auch irgendwann nach. Wir haben das bei dir damals ja auch gespielt gehabt, so kam ich ja überhaupt erst auf das Spiel, fand ich persönlich, finde es auch wirklich gut, also gar keine Frage. Aber ich habe jetzt auch nicht die Erfahrung mit Zwei-Personen-Spiel, um jetzt alles sagen zu können, das ist jetzt das Beste oder eben auch nicht. Wobei, das gefällt dir. Ja gut, das Watergate fand ich im Prinzip ganz, ganz gut. Ist aber auch die Frage, wie groß da die Langzeitmotivation letztendlich ist, weil klar, du kennst irgendwann halt die Karten, du kennst irgendwann die Wege. Watergate ist ja dann gerade das Thema mit Nixon, für den einen oder anderen, der es kennt. Und du musst halt versuchen, eine Beweiskette aufzubauen, um den Nixon zu überführen, während er natürlich das Gegenteil versucht. Und das ist halt schön bissig, da kann man dem einen oder anderen eine reinzwirbeln. Ja, ich glaube, wir haben es auch sechs, sieben Mal, auch in unterschiedlicher Konstellation, also nicht nur Monia und ich oder wir zwei, sondern auch gespielt, in München mit Freunden und Karlsruhe gespielt. Ich glaube aber jetzt irgendwann wird dann auch die Luft raus sein. Bei dem ist bei dir schon ein bisschen die Luft raus, glaube ich, Einspruch, oder? Ja. Wir haben es auch live schon gezeigt. Ich halte es nur ganz kurz in die Kamera. Wie gesagt, haben wir auch schon euch gezeigt, was den Mechanismus angeht. Ist auch wieder ein Thema, wo der Thomas gleich anfängt mit den Karten. Da hat was nicht gepasst, glaube ich, mit den Texten. Da wurde auch was nachgeliefert. Das ist halt so frustig, wenn du ein Spiel kriegst und dann kommt danach irgendein Kartenpack, wo die Karten ersetzen musst, weil sie teilweise halt grundfalsch ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber das ist halt so eine Sache, das mag ich nicht so ganz. Aber unabhängig davon verspricht das Cover und der Text mehr, wie das Spiel letztendlich verspricht, meiner Meinung nach. Okay. Ein weiteres Spiel, was ich gerne auch mal wieder spielen würde, das ist Lords of Hellas. Ja, das ist wiederum schön. Und da freue ich mich auch drauf, wenn wir das mal wieder spielen. Ist aber auch so ein Thema, ist durch Corona zu kurz gekommen, weil ist nichts, was ich jetzt so für zwei Spieler präferiere, sondern eher größer. Und was das Spiel halt auszeichnet, sind diese unterschiedlichen Möglichkeiten, wo ich zum Sieg kommen kann, sei es über bestimmte Eroberungen, über diese Götter, die ich dann bauen kann. Die kann ich ja schön übereinander dann aufbauen. Da habe ich auch, wenn ich richtig gucke, genau, die Warlord-Box, also da habe ich auch... Die habe ich jetzt gar nicht rausgeholt, sonst springt es den Rahmen hier, genau. Das seht ihr jetzt hier, die Miniaturen. Die habe ich auch anders sortiert, also weil du willst es ja irgendwie alles dann in die Box bekommen. Und da sieht man dann auch die einzelnen Figuren, wo man dann übereinander baut, diese Götter, die ich dann anbeten kann. Also eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Macht auch sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Video gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, war auf jeden Fall ein Kickstarter. Ich meine eher nein. So, Thomas, jetzt machen wir es ein bisschen kürzer, weil du hast auch noch natürlich ein paar klassische alte Spiele. Dann machen wir es ein bisschen kürzer, buntes Programm. Ja, Just for Fun ist so ein Klassiker, wie nennt man dieses Vier-Gewinnt-Thema. Dort ist es auch, ich habe halt Karten auf der Hand und muss dann dementsprechend Karten ablegen und die Summe sagt mir dann, wo ich meinen Stein legen kann. Und dann kann ich auch Steine übereinander legen und muss so versuchen halt, vier gewinnt nachzubilden und schönes Spiel, kommt immer mal wieder. Klassisches Familienspiel seit Jahren. Genau das gleiche haben wir hier auch, auch schon vorgestellt. Brauchen wir auch nichts zu sagen, ein Spiel, das auch schon lange ist. Haben wir jetzt aber schon relativ lange, jetzt wo du es gerade hier hinbringst, nicht mehr gespielt. Schönes Spiel. Ist aber auch ein schönes Spiel, wo du halt
immer mal wieder mitnehmen kannst. Genau, wo man Plättchen dann anlegen kann, genau. Räume dann vergrößern, abhängig von der Farbe. Wir haben es euch erst, glaube ich, vor kurzem vorgestellt, weil die Kinder spielen es jetzt auch gerne, ein wirklich tolles Legespiel. Das nächste ist auch Quirkel, auch so Klassiker schlechthin. Genau, also das ist ein klassisches Spiel, um sein Quirkel im Prinzip zu machen. Das heißt eben die einzelnen, ich glaube, sechs Symbole, unterschiedliche Symbole der gleichen Farbe. Oder die sechs gleichen Symbole unterschiedlicher Farbe sorgen halt für einen Quirkel. Und das ist ein klassisches Anlegespiel, wo ich dann halt Punkte mache, indem ich halt entweder diese Farben mit unterschiedlichen Symbolen anlege oder halt diese Variante. Tolles Spiel, haben wir sehr, sehr oft gespielt. Und ich glaube, beim nächsten Spiel bekommt der Thomas Angebote ohne Ende, weil das ist, glaube ich, schon eine Rarität. Die Preise sind wahnsinnig hoch. Man bekommt es, glaube ich, kaum noch im Handel, weil manche haben sich das auch gewünscht. Ich sehe es gerade, oh, der Thomas hat es, dann kann ich es ja vorstellen. Ich stelle es euch momentan nicht vor, es haben schon viele gefragt, weil ihr bekommt so gut wie nicht im Handel und wenn, teilweise zu wirklich extrem hohen Preisen. Auch das Phase 10 auch, aber Wahnsinn, also müsst ihr mal schauen. Kam schon lange nicht mehr, sieht man ja. Des Themas, wir haben dieses Phase 10, das klassische Phase 10 sehr häufig gespielt, also das Kartenspiel. Das hatten wir auch immer sehr, sehr oft im Urlaub mit dabei. Also wir haben dann das Brettspiel irgendwann mal gekauft gehabt. Das macht das ganze Phase 10 Spiel schneller, weil du ja bestimmte Phasen überspringen kannst. Mhm. Und wie gesagt, ein tolles Spiel. Müsste man eigentlich auch mal wieder spielen, ja. Wenn der Thomas die Preise sieht, wird er es gar nicht mehr spielen. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Das stimmt. Da habe ich, glaube ich, noch wertvollere Dinge hin. Okay, also das war Phase 10. Ich packe jetzt nicht jeden Klassiker aus. Zwei wollte ich noch zeigen, weil der Thomas hat von früher. Man kennt es von früher, Tabu. Was aber auch ganz cool ist Dumm gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob es der Thomas noch kennt. Weil das Spiel mag ich immer noch, weil es ganz gut ist. Ja. Ist ein Kartenspiel, ist halt, kam halt mal dementsprechend rein, Murphys Gesetz. Ja, wenn ich jetzt überlegen müsste, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Weißt du, das ist so ein klassisches Spiel, was machst du jetzt damit? Das habe ich vor vielleicht 10, 15 Jahren oder keine Ahnung, wahrscheinlich über meine Eltern, nein, wahrscheinlich viel früher. Viele sogar, Grüße, die schauen das Spiel mit. Viel früher bekommen gehabt. Oder irgendwo anders her, das ist ja so etwas wegzuschmeißen, das tut einem ja weh, will ich ja auch nicht. Das wäre zum Beispiel so ein Klassiker, das würde ich jetzt dann irgendwo mal im Kindergarten oder irgendwo, nicht Kindergarten ist vielleicht übertrieben, aber irgendjemand dann halt verschenken, wenn das dann haben möchte, weil das bringt nichts. Und das Tabu ist ein Nostalgie-Thema, das war halt früher zu der Zeit, da habe ich meine Frau kennengelernt, da hast du halt Tabu gespielt. Okay. Ja, ist so. Absolut okay. Punkt, also das sind halt so diese Klassiker, wo du halt angefangen hast zu der Zeit, gab es halt diese Spiele, die wir jetzt heute hier im Regal sehen, noch gar nicht. So, ihr merkt, es geht richtig ratzfatz. Santorini ist ein Spiel, was wir gerne zu zweit nur spielen. Aus meiner Sicht macht es idealer Sinn zu zweit. Es hat einen schönen 3D-Bilding. Gab es auch wieder eine Neuauflage, weil das Spiel wohl sehr beliebt ist. Thomas wahrscheinlich auch schon eine Weile immer gespielt. Ja, diese Figuren sind gerade unten in der Bemalung. Ehrlich? Ja. Okay, das heißt, durchaus beliebt bei euch, das Spiel? Ja, also definitiv. Also du baust ja deine Häuser in einer bestimmten Höhe, versuchst halt den anderen irgendwie schachmatt zu setzen, indem er sich dann nicht mehr weiter bewegen kann. Eine tolle Geschichte. Kam jetzt, glaube ich, auch in New York, meine ich jetzt, Nachfolger raus. Aber einmal reicht, glaube ich. Okay. Wieder so ein Spiel für Silvester durchaus, wenn ihr eine größere Gruppe seid. Ja, habe ich sogar eine Spielmatte dazu. Finde ich ein tolles Spiel. Richtig cool. Witzig. Vor allen Dingen, du musst halt die Aktionen, also du hast deinen Zug, hast deinen Bandit, du willst ja möglichst viel Geld machen, möglichst viele Dinge erbeuten und legst Aktionskarten aus, aber je nachdem einmal im Geheimen oder halt offen, also es kommt immer darauf an, was gerade ausliegt und es führt halt dann irgendwann zu den abstrusesten Situationen, weil du halt mehrere Züge im Vorfeld ja dann ablegen musst und dann kann es halt sein, du wolltest dann halt einen dementsprechend schlagen, der steht aber zu dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr an dem Ort und es hat schon für viele Gelächter dann in den einzelnen Runden geführt. Toll sind auch die Züge, wie gesagt dreidimensional aus Pappe, wo er dazu nutzt, ist also ein absoluter Hingucker und die Spielmatte, wo er habt, habe ich auch. Hast du die DeLorean Promo? Die habe ich auch und zwar die habe ich auch im Video gezeigt. Kannst du damit was anfangen?
Ja, ja. Schade. Ich habe es sogar erklärt, glaube ich, im Video. Ich habe zu Cold Express alles euch vorgestellt, alle Erweiterungen, sogar das Kartenspiel Cold Express. Schaut mal rein. Ehrlich gesagt, man sieht es beim Thomas, man braucht oftmals nur das Grundspiel und wenn überhaupt die erste Erweiterung. Ja. Hängt auch immer davon ab, wie ihr spielt. Die Spielmatte ist ganz cool. Ist natürlich ein Hingucker, braucht man nicht unbedingt, weil also letztendlich da wird der Zug draufgestellt. Thematisch ist halt geil. Aber ist gut gemacht. So. Das ist ja genauso, jetzt kommen wir zu, das ist die Grundsatzdiskussion wie bei einem Tabletop. Ich brauche bei einem Herr der Ringe Tabletop oder bei einem Star Wars Tabletop reicht mir auch ein ganz normaler Holztisch mit einer roten Decke. Vielleicht kann ich den Zug hier auch auf diese rote Decke draufstellen. Das hat aber thematisch dann, ja, weiß okay, nicht, ein Spiel gewinnt für mich halt dann mehr, wenn ich einen gewissen Untergrund schaffe. Okay, das war Cold Express, ein sehr beliebtes Spiel. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Boah. Ja, also klassisches Partyspiel, schön dem anderen einen reinzwirbeln mit Gift oder eben Wein im Becher, wo ich dann halt gucken muss, welche Becher haben dann je nachdem die Mehrheit, sage ich jetzt mal, an gutem Wein drin, welche sind halt tendenziell eher vergiftet. Ich kann die Becher, die in der Mitte stellen, umtauschen, ich kann sie rumdrehen und so weiter. Führt immer zu viel Gelächter in Runden. Ja, ich glaube, haben wir auch vorgestellt, bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, auch so ein Fun-Spiel. Jetzt auch wieder so ein beliebter Titel, Spiel des Jahres. Camel Cup oder Camel Up. Ich sag mal so. Ja, klassisches Kamelrennen. Wetten auf die jeweiligen Positionen. Wer kommt zuerst an, wer kommt dementsprechend zuletzt an. In der Mitte so ein schöner Würfelturm im Sinne einer Pyramide. Hier noch die Version, wo es eine Cardboard-Pyramide ist. Und in der Neuauflage meines Wissens ist es ja eine Plastikgeschichte. Also von daher, das Spiel ist schon lange hier und bleibt auch noch hier. Okay, auch ein ganz klarer Tipp. Ich weiß nicht, ob ich es euch... Also ich habe ja eine Reihe gemacht, wo ich alle Spiel des Jahres vorgestellt habe, ab den 80ern. Jedes einzelne Spiel des Jahres vorgestellt habe. Jedes Kennerspiel, jedes Kinderspiel. Das kam bei euch auch super an. Und da habe ich in dem Video auch dieses Spiel erwähnt. Jetzt kommt es zu einem Spiel, wo ich sage... Richtig cool. Eines? Und viele fragen, ey, Mensch, super, jetzt macht er mir alles schmackhaft, wo bekomme ich es denn überhaupt nicht? Eines deiner besten Videos auf dem Kanal. Okay. Nein, also ich meine jetzt einfach nur, weil die haben wir bei mir gedreht, wenn ich mich recht erinnern kann, die Spontanität oder dessen, was da bei dem Spiel, wo wir gespielt haben, passiert, ist, sowas kannst du nicht skripten. Weißt du, wie ich meine? Das sind so Spielsituationen und lustige Spielsituationen, die entstehen einfach mal oder sie entstehen nicht. Und dieses Spiel führt dazu, dass relativ häufig lustige Situationen entstehen, weil man hat halt eben diese zwei Urvölker, die dementsprechend aufeinander losrennen und du musst versuchen, halt mit mindestens einer Figur auf die andere Seite zu gelangen. Mhm. Und dabei fängt man halt mit solchen Keulen an zu werfen und man muss halt dementsprechend im Geheimen seine Bewegung erstmal planen. Mhm. Danach werden die Keulen geworfen und dann werden die Bewegungen ausgeführt. Und dann kann es halt passieren, dass man halt in die Keulen hineinläuft oder der andere sich das so schön ausgemalt hat, dass der reinläuft und dann geht er zurück und es führt halt zu witzigen Situationen letztendlich und da haben wir uns in dem Video damals halt einfach so beömmelt. Ich glaube, das einzige Video, was mir noch einfällt, was so gut war, war Fiete Kraken, was wir hatten, wo wir echt richtig, also da nicht, haben nicht am Spielspaß, sondern an der Spielsituation, die da entstanden ist, die hat halt einfach zu, ich weiß nicht, so einen besonderen Moment geführt. Und das sind so für mich die zwei, die ich bei dir hatte. Es gibt natürlich oft wenig ein Drehbuch. Wir drehen einfach drauf los, haben Spaß. Und manchmal kommen solche Augenblicke wie bei Stone Days natürlich auch zusammen. Also schaut es euch mal an. Thomas, kurze Frage. Bekomme ich es im Handel? Ich glaube, ich habe es damals in England bestellt. Also ihr bekommt. Ist ein israelischer Verlag, meines Wissens. Es ist Tyto Games. T-Y-T-O, der hat auch eine Homepage, da müsst ihr mal schauen, das Thema gibt es übrigens auch mit Panzer, glaube ich, also schaut einfach mal nach, ich glaube, da habe ich es damals bestellt. Ist geiler mit den Höhlenmenschen, weil da gibt es eine Stecknadel, die du ihm dann in den Kopf steckst, wenn er die erste Beule hat und bei der zweiten ist er weg, allein das... Das ist cool gemacht. Das ist super gemacht. So, jetzt haben wir wieder was ganz anderes, ein englisches, also Alley Cat Games, englischer Verlag, englisches Spiel, Schokolade spielt hier eine Rolle. Genau, also grundsätzlich mit dem Thema hatte ich schon mal gewonnen, wo ich ankam unten. Schokolade ist hier immer gern gesehen und geht um eine Schokoladenfabrik und geht einfach darum, dass ich Schokolade, na, raffinieren sagt man ja nicht, wie sagt man es, veredeln ist glaube ich eher das bessere Thema vom Grundstoff, das Kakao hin
zu entweder Tafel oder Pralines, wo ich dann bestimmte Aufträge dann erfüllen kann, um da halt dann auch Punkte zu generieren. Und das Ganze ist dann in einem Fließband, wo sich dann erst im Produktionsprozess immer weiter fließt und ich kann dann meine Maschinen auch dementsprechend dann immer weiter verbessern. Schönes Spiel. Richtig schön, auch von der Optik gemacht. Ist mir jetzt nichts klar, ob das vielleicht irgendwann auf Deutsch rauskommt. Wenn ihr da mehr wisst, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Meine, so ein klassisches Worker Placement, kann man das sagen? Worker sind es keine. Aber thematisch wirklich schön gemacht. Aktuell nur auf Englisch, eventuell zu einem späteren Zeitpunkt auf Deutsch. So, dann ein Spiel. Thomas kennt die Serie. Da haben wir auch schon Runden erlebt, wo es richtig zur Sache ging. War jetzt aber auch, glaube ich, so ein Spiel, das haben wir am Anfang relativ häufig gespielt. Und das müsste jetzt, glaube ich, auch schon seit 3-4 Jahren nicht mehr gespielt worden sein, muss ich zugeben. Kommt vielleicht irgendwann noch mal wieder. Es war halt zu der Zeit, wo Homeland die Serie groß war. Und da habe ich ja irgendwann, glaube ich, nach Staffel 5 oder 6 dann auch aufgegeben. Aber die ersten drei Staffeln waren halt einfach gut. Und das Spiel an sich hat auch echt Spaß gemacht. Ist eine positive Überraschung. Wir hatten gedacht, es ist Lizenzkacke, oder? Ja, so in die Richtung. Ist das jetzt irgendwie wieder was Übernommenes? Aber wir hatten echt Spaß. Ja, also wir hatten echt Spaß. Also mit den unterschiedlichen Rollen. Ich weiß noch genau, da habe ich, hab ich dich komplett falsch eingeschätzt in der falschen Rubrik. Also da hast du endlich mal gut gespielt. Ja, das lasse ich jetzt auch drin. Ihr dürft es gerne kommen. Nein, Quatsch. Nein, Spaß beiseite. Du spielst öfter mal gut. Also wenn man mit dem Thomas spielt, dann muss man auch manches abhaben. Ja, das ist auch ganz klar. Aber das ist ja auch okay. Wir wollen ja auch Spaß haben. So sieht's aus. Homeland, wenn ihr es noch seht, je nachdem günstig, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Also ist auch so eine, ist so eine Runde, sagen wir, wenn du eine Mechanik verstanden hast, ist es schnell erklärt. Und so mit 4 Spieler plus macht sowas auch durchaus echt viel Spaß. Viral, dein Spiel, auch wieder so ein Spiel, wo du sagst, boah, klasse. Also dein, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, aber... Erfindet das Rad ja nicht neu, das muss man viral ja auch grundsätzlich sagen. Es erfindet das Rad nicht neu, es hat ja einen klassischen Mehrheitenmechanismus, aber das Thema ist halt einfach ulkig gemacht und es ist zwischendrin halt auch witzig. Nämlich, muss man ja fast zeigen hier. Ja, wir befinden uns halt im menschlichen Körper und wir sind alles Viren, die dann die einzelnen Organe befallen. Da kann man jetzt über das Thema diskutieren, gar keine Frage, aber... Wir haben dann halt bestimmte Organe und wir möchten halt bestimmte Mehrheiten haben und können uns ja, wie man beim Pfeilen sieht, auch bewegen. Dazu haben wir dann noch Karten, mit denen wir das Ganze dann steuern können und so weiter. Und ab einer bestimmten Anzahl kollabieren dann halt Organe und. Ja, und dann gibt es halt Sonderkarten, wo es dann halt heißt, ich habe jetzt gerade Durchfall und dann werden halt alle Viren halt aus dem Darm dementsprechend aus dem Spiel oder halt gehen halt raus. Also... Es verbindet diesen dann doch Mehrheitmechanismus, den man ja beispielsweise von so Spielen mit Weltkarten und so weiter kennt, halt einfach mit einem Fun-Element. Und das finde ich eigentlich ganz gar nicht schlecht. Okay, dann ein Spiel. Da müsste ich schon überlegen. Das habe ich schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ja, geht mir auch so. Nein, ich weiß noch, wie es geht. Also du hast halt hier deine viereckigen Karten und hast dann dein Königreich, was du auslegst, wie man hier sieht. Der Rest kam dann halt, aber es war mir zu blöd, die ganzen Dinge alle aufzukleben. Das ist die Erweiterung, die da kam. Das Grundspiel haben wir dementsprechend sehr häufig halt gespielt, wo es dann darum ging, so dein Königreich auszulegen und dann dementsprechend dann dort bestimmte Aktionen dann durchzuführen. Aber dieser Promo-Erweiterungspack, der, wie gesagt, kam halt zu einer ungünstigen Zeit und dann... Wie du ja hier siehst, es sind dann doch ein paar Spiele und manches kommt dann halt dann doch zu kurz. Okay. Das kommt hoffentlich nicht zu kurz. Ich weiß es nicht. Azul. Also bei uns ist es ja sehr gefragt. Die Alina spielt es jetzt beispielsweise auch wahnsinnig gerne. Elias hat es jahrelang gespielt. Mittlerweile hat er gesagt, er hat schon, wie sagt man, verspielt. Er hat es einfach so oft gespielt. Wie soll man das sagen? Ich glaube, das ist so ein Alibi-Spiel bei mir hier. Damit man wenigstens mal ein Azul im Regal hat. Okay. Alle anderen finden Azul irgendwie cool. Wenn das auf den Tisch kommt, hat auch jemand anderes die Idee eingebracht, dass man mal wieder Azul spielt. Also du wirst von mir persönlich, glaube ich, jetzt nie sagen, ich hole jetzt Azul, weil da habe ich jetzt unglaublich viel Spaß dran. Ich weiß nicht, ich habe den Zugang nicht so. Alle anderen, wie gesagt, Frau, Schwiegereltern, finden das cool, finden das toll. Ich persönlich, ja... Okay. Schönes Material, gar keine Frage, toll gemacht. Aber ja.
deine Spiele, deine Roomtour und wie gesagt, ansonsten Azul haben wir auch schon einige Videos gemacht. Es muss ja auch nicht immer alles mir gefallen. Weißt du, du musst ja so sehen, wenn ich jetzt mit meiner Frau was spiele, ich schätze es ja auch, dass sie vielleicht mal das eine oder andere mit mir spielt, was thematisch vielleicht jetzt nicht ganz so ihr ist. Nehmen wir jetzt einen Batman oder solche Themen. Da finde ich das gut, dass sie das auch mit mir macht und dann möchte ich ja dann auch mal ein Spiel machen, was thematisch oder dann auch eher ihr zusagt. Das ist dann nur fair. Okay. Ein nächstes Spiel, was damals auf der Messe recht schnell ausverkauft war. Jetzt gibt es es übrigens wieder im Handel. Man auch muss wenn man es nicht sieht, mit Unterschrift von Rita Model. Viele, ja. Wir vergessen ja immer einen Verlag zu nennen, die Autoren, also viele Grüße jetzt auch an die Rita. Übrigens, das Spiel ist jetzt wieder im Handel. Da muss man sich mal überlegen, wie viel Zeit dazwischen liegt, weil viele haben ja, können wir aufmachen, weil die Meeples sind ja der Hammer. Ja. Also ich habe 50 Euro damals, wenn ich mich recht entsinne, in der Messe gezahlt dafür. Das ist schon teuer für so eine Art Spiel, aber das Material ist halt einfach klasse. Und vielleicht ging es deswegen auch so lang, weil die Meeples sind das. Wir haben mehrere Videos auch gemacht mit der Rita. Ist ein Bauspiel, Geschicklichkeitsspiel. Es ist einfach ein Kultfaktor. Ja, das hat Kultfaktor. Das wird auch niemals ausziehen. Also, ja, das ist bei uns auch sehr beliebt. Ist auch so ein Silvesterspiel, je nachdem. Absolut. Schnell erklärt, mit den Karten, mit den Elementen. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, ich muss ja immer aufpassen, manchmal sind Spiele sind ja dann gleich wieder weg. Jetzt soll es das Spiel wieder im Handel geben. Allein das ist mein Stand. Allein die Mitarbeiter des Monatsplakette zu bekommen, das ist doch Ansporn genug. Schaut die Videos an mit der Rita, bzw. mit den Kindern oder ich habe es auch vorgestellt. Auch richtig cool. So, jetzt muss ich ein bisschen auf die Seite greifen. Da haben wir auch richtig viel Spaß gehabt. Ja, Big Monster. War so eine Überraschung irgendwie. War eine richtig coole. Genau, also dieses klassische Thema mit diesen Plättchen da, Monster, also Plättchen sammeln, Plättchen dann auslegen und dann die Bedingungen, die in der Mitte vorgegeben sind, zu erfüllen. Hatte ich am Anfang so gedacht, hört sich irgendwie so träge an, hat aber dann erstaunlich viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich glaube, das Spiel ist komplett unterm Fokus gewesen. Es gibt natürlich auch jedes Jahr 1000 Neuheiten. Skelly Games, ihr könnt mal in das Video reinschauen. Deutsche Regeln, man kann es Team, man kann 3 gegen 3, glaube ich, spielen. Man kann verschiedene Varianten spielen. Verschiedene Spielmodi, da steht es ja auch Teamspiel, Einzelspiel, Duellmodus. Also ihr habt da so viele Möglichkeiten, das zu spielen. Schaut einfach mal in das Video rein. Wirklich eine positive Überraschung. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Auflage ist. Also das Spiel kann recht schnell ausverkauft sein. Und die nächsten Spiel, 2 sind auch meine Überraschung. Oh ja. Und das Spiel habe ich beim Thomas gespielt und habe gedacht, oh, ich hätte es gerne auf Deutsch. Und was ist jetzt? Mittlerweile gibt es es als deutsche Version. Genau, da gibt es von meiner Seite gibt es nur einen Kritikpunkt, der mich massiv geärgert hat. Ganz massiv. Okay. Ich habe das Thema super. Ich habe es gekickstartert und bei mir haben sie vergessen, die Regeln reinzulegen. Okay. Ich hatte kein Regelbuch. Okay. Genau. Druckst das halt es war aus. Deutsch. Genau, Thomas, finanziere bei Kickstarter was und dann drücke ich es aus. Ich reklamiere dreimal, habe nie eins gekriegt. Da habe ich es mir auf eigene Kosten irgendwann selber drucken lassen. Okay. Das war dann im Prinzip, das ist das Einzige, was mich an der ganzen Geschichte geärgert hat. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel, auch ein sehr schönes Fun-Spiel. Ja, thematisch nichts für Kinder, gar keine Frage, ist halt im Knast und du kannst halt an verschiedenen Plätzen im Knast halt bestimmte Aktionen ausführen. Sinn und Zweck ist es halt, an Grabwerkzeug zu kommen, um halt letztendlich eine bestimmte Anzahl an Grabpunkten zu bekommen, um dem Knast zu entfliehen. Die Währung da drin sind Zigaretten, du kannst dich einer Gang anschließen und du kannst Leuten, Entschuldigung für die Formulierung, einen aufs Maul hauen. Und da gibt es dann halt so einen Token, wo da der eine Zahn weg ist und der zweite. Und so kannst du halt dann bei den deinen Mitspielern verhindern, dass sie bestimmte Aktionen ausführen können. Weil wenn sie verletzt sind, können sie bestimmte Dinge nicht machen, müssen zuerst dann den Arzt aufsuchen, um sich dann halt wieder dementsprechend fit machen zu lassen. Ein kleines, ist schon ein bisschen ein böses Spiel, aber ich finde es einfach so, in der Partygruppe finde ich es einfach toll. Video haben wir gemacht, Dig Your Way Out, haben wir gemacht beim Thomas, englische Version, und Grab Dich Frei gibt es auch ein Video bei uns, das ist die deutsche Version, könnt ihr auch das Video anschauen. Ist halt, ich mag so, du hast halt leider oftmals Spiele von 2 bis 5 Personen. Spiele bis 6 Personen ist schwierig und wenn dann Silvester mit 3 Pärchen sitzt, dann will nicht einer zugucken. Deswegen sind dann gerade solche Spiele, die auch mal zu 6 spielbar sind, dann eine schöne Geschichte. Richtig cool. Und bei diesem Spiel gibt es jetzt wohl auch die Erweiterung auf Deutsch, wurde jetzt die Tage verkündet. Das heißt, die sollen jetzt wohl alle auf Deutsch rauskommen. Es war lange im Thema, mein Gott, warum bringt ihr nicht die Erweiterung? Weil dadurch soll das Spiel wohl noch besser werden. Ich habe es aber nicht gespielt. Also die Erweiterung, das Grundspiel habe ich schon gespielt. Das haben wir gespielt. Wir haben das gespielt, haben auch ein Video gemacht und die Erweiterung sollen wohl
wohl auch alle auf Deutsch rauskommen. Space, genau. Space. Ist auch ein schönes Spiel, eben mit einem schönen Würfelmechanismus, wo man sich genau, sage ich jetzt mal, entscheiden muss, wo man was anlegt oder wo man was dementsprechend dann spielt. War für mich eine positive Überraschung. War wieder so ein Ding, Jörg hat keinen Bock auf Space und Science Fiction. Thomas, ja. Mach mal, ne? Thomas fand's. Und das war eine richtige Überraschung. Ja, und dann war der Jörg so, oh, das ist eigentlich ganz cool. Aber Thomas sagt, ja, gut. Wir haben es euch vorgestellt. Schaut es euch jetzt mal je nachdem an. Ist auch so ein bisschen unterm Schirm. Ich glaube jetzt allerdings, also zumindest meine Info, wenn die Erweiterung kommen, wird es dem Spiel nochmal einen kleinen Push geben. Ja, schauen wir mal. Gut, und ja, das waren jetzt auch alle Infos. Ihr hört, der Ton ist jetzt wieder ein Anfang, was den unteren Bereich angeht. Wir machen jetzt noch ein Video, Thomas, und da geht es um größere Spiele. Da geht es insbesondere um ein Riesenspiel mit vielen, vielen Boxen. Das stellen wir euch auf jeden Fall noch als letzten Teil vor. Wie gesagt, was euch gefällt, ihr dürft es kommentieren. Klar, Lautstärke variiert hier immer wieder von den Räumlichkeiten, vom Mikro, weil wir oben festes Mikro dann hinterlegt haben. Danke dir, Thomas. Wie gesagt, Palm Island, ihr dürft es kommentieren, je nachdem. Und dann verschicke ich das auch. Deutsche Adresse natürlich erwünscht. Aber wie gesagt, bunte Auswahl, Geschmäcker sind verschieden, ist doch gut so. Und jetzt habt ihr mal wieder ganz andere Spiele teilweise gesehen beim Thomas. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Danke, Thomas, und bis zum nächsten Teil. Ciao.